Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Wahrheitsserum zusammenmischen könnt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal Strom und Packer Punch aktivieren, Leute. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr nochmal zu Navarov und spricht mit ihm. Und danach müsst ihr einmal zu Dr. Peck gehen und einmal mit ihm reden. Wenn ihr dann mit ihm redet, Leute, dann wartet ihr, bis er zu Ende geredet hat. Und danach geht ihr nochmal zu Ravanov und redet noch einmal mit ihm. Er wird euch dann eine Schlüsselkarte geben und mit dieser Schlüsselkarte können wir auf der Map drei verschiedene Spinde öffnen, in der Gemische drin sind, um das Wahrheitsserum zusammenzumischen. Also, nehmt die Karte, Leute, und begebt euch direkt zum Spot 1, der ist nämlich im Materiallager am Spawn. Öffnet den Schrank, holt das Gemisch raus und wir gehen zum zweiten Spot. Der zweite Spot befindet sich bei der Montage und zwar haben wir hier unten ein Schließfach beziehungsweise ein Spind und somit das zweite Gemisch. So, Spot Nummer 3 befindet sich im Büro des Obers und zwar haben wir hier links an der Wand rechts neben dem Tresor ein Spind und dort habt ihr nun das dritte Gemisch. Wenn ihr nun alle drei Gemische habt, dann begebt euch zum Feldlazarett, denn dort auf dem Tisch habt ihr eine Maschine, wo ihr dann die Gemische platzieren könnt und es mischt dann das Wahrheitsserum zusammen. So Leute, wenn ihr das macht, dann werden ein paar Höllenhunde spawnen, tötet die und wenn ihr die getötet habt, dann geht nochmal zur Maschine und klickt einmal drauf und das Wahrheitsserum wird in den Verteiler hinzugefügt. Das war's dann mit dem Video Leute, somit habt ihr das Wahrheitsserum zusammengemischt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.